So, Steffi, was uns natürlich am meisten interessiert, ist die Geschichte, wie du zum Dynamic Eye Trainer geworden bist, wie du in diesen Sport-Zwischenbereich gekommen bist. Und vielleicht kannst du uns so ein bisschen zu Beginn mal erzählen, wie das so dein Werdegang war und deine ersten Schritte in diesem Bereich. Ja, also ich komme nicht ursprünglich aus diesem gesundheitlichen oder sportlichen Bereich, sondern ich habe früher beim Fernsehen gearbeitet. Das ist ja auch ein sehr audiovisueller Job und habe irgendwann entschieden, dass ich da keine Lust mehr zu habe. Und als ich mich sehr lukrativ von einem Fernsehsender verabschieden konnte, bin ich nach Mallorca gegangen und habe gedacht, den Rest meiner Zeit lebe ich in Spanien. Naja, so lukrativ war die Abfindung am Ende des Tages nicht. Ich musste arbeiten und bin dort angesprochen worden, ob ich in einer Schule arbeiten wollte. Und zwar sollte ich die Gruppe für die doofen Kinder übernehmen. Und ich, wie meinst du jetzt doofe Kinder? Ja, das sind alle, die so schwierig sind und die begreifen das alle nicht, ne? Und die brauchen eine Betreuung und machst du. Und ich so, ja klar, mache ich. Hatte keine Ahnung, keine didaktische Ausbildung, habe aber trotzdem schnell gelernt, dass die Kinder überhaupt nicht doof waren, sondern eigentlich einfach nur eine andere Auffassung, eine andere Wahrnehmungsgeschwindigkeit, überhaupt anders waren als die normalen Kinder, in Anführungsstrichen, die wir sonst in der Schule treffen. Und das war so für mich ein Triggerpunkt, dass ich gedacht habe, damit möchte ich mich gerne mal beschäftigen. Warum sind die einen Kinder so und funktionieren in unserem Schulsystem und warum haben andere Kinder so große Probleme. Und bin dann über das Thema Visualtraining und Funktionaloptometrie gestolpert und bin nach einiger Zeit zurück nach Deutschland und dachte, ja, Fernsehen will ich nicht, Lehrer darf ich nicht sein in Deutschland ohne großes Studium, aber Visualtraining, das interessiert mich brennend, habe eine Ausbildung gemacht zum Visualtrainer und bin dann auch direkt ins kalte Wasser gesprungen, habe direkt eine Praxis eröffnet bei einem befreundeten Zahnarzt, der sagte, ich möchte ganz gerne ein Kopfzentrum machen. Das heißt, alle Disziplinen, wo Menschen, also wo Therapeuten oder Trainer am Menschen arbeiten, alles rund um den Kopf, sprich Logopäde, Kiefer, also Physiotherapeuten, die am Kiefer arbeiten und natürlich die Kieferchirurgen und die Kinder, Zahnärzte etc. Und da war es ein guter, echt toller Austausch. Und habe Learning by Doing gemacht tatsächlich und festgestellt, wie man eben den Menschen hilft, visuell gesehen, visuell kognitiv. Das Kognitive kam ein bisschen später und habe von Anfang an viel mit Kindern gearbeitet, aber auch mit Erwachsenen, die entweder einen Schlaganfall hatten oder ja, von mir aus auch von ihrer Brille wegkommen wollten oder keine Lesebrille haben wollten. Und die Kinder, die zu mir kamen, waren im Grunde genau die Gruppe, die ich in Spanien kennengelernt habe, nämlich die, die anders lernen, schwerer lernen. Hier werden sie abgestempelt so, als ja, du hast eine Legasthenie, eine Dyskalkulie, möglicherweise ADS oder ADHS. Ja, und habe dann meine Praxis aufgebaut. Und sukzessive durch das Lernen halt, also oder durch das Arbeiten mehr gelernt und irgendwann begriffen, wie unfassbar groß dieser Bereich ist und wie wenig erforscht. Also ich habe vor 16, 17 Jahren angefangen damit. Damals war Sehtraining, Visualtraining überhaupt kein Begriff. Mittlerweile ist es zumindest angekommen bei der Bevölkerung, nicht in allen Schichten. So dass man nicht immer noch alles von Grund auf erklären muss. Wer auch noch eine große Zielgruppe ist, wo ich auch sehr viel lerne, jeden Tag aufs Neue, ist der Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, wo man mit Menschen arbeitet, die eben unfassbar viel am PC sitzen und Einschränkungen haben. Sei es trockene Augen, Schulter-Nackenproblematik, Kopfschmerzen, verschwommenes Sehen. Also ich glaube, alle, die gerade jetzt auch in der Corona-Zeit viel am PC arbeiten, die kennen diese ganze Thematik. Und über all diese Themen, Kinder, Schlaganfall, BGM, also betriebliches Gesundheitsmanagement, Naharbeit, kamen auch immer mehr Sportler zu uns oder zu mir. Und ich habe damals mit meiner Kollegin Sabine Nebendahl, die Firma iFitness hatte. Uns zusammen haben wir dann irgendwie, wir haben uns sehr viel ausgetauscht und haben dann irgendwann gedacht, du, das ist eigentlich ein super spannender Bereich, lass uns doch die Firma Dynamic Eye gründen, um Sehen im Sport nach vorne zu bringen. Also von Basisarbeit, Studien,
zu machen, um herauszufinden, was denn eigentlich wirklich wirkt. Bis heute ist es ein steter Lernprozess, aber wir haben, glaube ich, das Team of Sports Vision in den letzten 10 Jahren ziemlich weit nach vorne gebracht. Was total spannend ist, du hast ja gesagt, ganz am Anfang jetzt, dass du eine Visualausbildung genossen hast, in den Bereich rein bist. Wie sieht denn das aus? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wo kann ich Visualtrainer werden? Wo kann ich in diese Ausbildung gehen? Ja, also ich selber habe es tatsächlich bei meiner Kollegin gerade erwähnt, Sabine Nebendahl, gelernt. Damals gab es die iFitness Akademie und die haben wir dann, als Dynamic Eye sich so in den ersten 3-4 Jahren weiterentwickelt hatte, quasi integriert, sodass es dass wir auch von Dynamic Eye eine entsprechende Ausbildung anbieten. Wir sind nicht die Einzigen, die es in Deutschland machen, aber ja, ich denke, wir machen es ziemlich gut. Es ist ein großer Bestandteil, natürlich Theorie, ohne Theorie geht es nicht. Das heißt Augenanatomie, Augenoptik, die ganzen physiologischen Prozesse im Sehbereich, aber über die Diagnostik eben in das Training in den verschiedenen Bereichen ist alles dabei bei der Ausbildung und ja, die machen wir seit, ach ich weiß es nicht, 15 Jahren, zweimal im Jahr, Frühjahr und Herbst und haben Teilnehmer aus allen Bereichen, also der Berufsgruppen, sei es Physiotherapeuten, Optiker, Augenärzte, Yoga-Lehrer, Lehrer, Lerntherapeuten, Therapeuten anderer Couleur, ja, und aus Deutschland, Österreich, Benelux, Deutschland, da kommen eigentlich alle so her und haben mittlerweile 200, 300, 400, ich weiß es gar nicht, Visualtrainer ausgebildet. Wo kann ich denn jetzt das Visualtraining in Anspruch nehmen? Also gibt es da verschiedene Standorte in Deutschland oder wie sieht das aus? Also wenn ich jetzt Visualtraining für mich als Sportler in Anspruch nehmen will, dieses Thema interessiert mich, wo kann ich dieses Thema in Angriff nehmen? Ja, also wie ich gerade sagte, wir bilden aus. Wir haben viele Trainer in Deutschland, Österreich, Schweiz und Benelux ausgebildet. Das heißt nicht, dass nicht alle der ausgebildeten Visualtrainer sind auch im Sport aktiv, aber wir haben schon flächendeckend in fast jeder großen Stadt und auch in anderen Bereichen Trainer, zu denen man gehen kann. Training kann in verschiedensten Varianten stattfinden. Basis allerdings ist immer die Diagnostik. Das heißt, jemand kommt zu uns und sagt, was er will. Wir diagnostizieren und zu gucken, wo denn möglicherweise Defizite liegen. Und dann wird ein Training konzipiert. Und das Training kann im Idealfall natürlich bei uns stattfinden, so wie hier im VisoLab, wo wir auch entsprechende Geräte haben. Sehr gerne haben es natürlich die Trainer, dass es bei ihnen vor Ort ist. Das ist manchmal organisatorisch etwas schwierig. Insofern bilden wir eben auch die Athletiktrainer zu entsprechenden Sports Vision Trainern aus oder Visual- und Kognitionstrainern, sodass sie das dann quasi in ihren Verein entsprechend integrieren können. Und immer dazu gehört auch ein gewisses Heimtraining. Also die Sportler werden aufgeklärt, also eine gewisse Basis, theoretische Basis gibt es auf jeden Fall. Man erklärt auch wirklich en Detail, warum man bestimmte Dinge kann oder nicht kann und warum welches Training wie wirkt und natürlich wie es durchgeführt wird. Und insofern haben wir halt verschiedene Pack an. Ideal ist tatsächlich, wenn ein Athletiktrainer oder ein Vereinstrainer sich ausbilden lässt, weil er dann direkt die ganzen Übungen integrieren kann. Das ist das Ideal. Was würdest du denn sagen, was es für Nutzen hat für den Sportler? Also welchen Nutzen hat der Sportler darin, dieses Visualtraining in Anspruch zu nehmen? Ja, also wenn man jeden Trainer fragt, egal welchen und egal in welcher Sportart und sagt so, du glaubst du, dass das Sehen in irgendeiner Form wichtig ist für die Ausübung des Sportes und das Ganze eben auch auf hohem Niveau, dann kommt kein Trainer auf die Idee zu sagen, nö, also man kann das Ganze auch blind machen. Also es gibt, glaube ich, nur das Ringen, wo ich sage, das ist extrem nicht visuell. Alle anderen Sportarten sind super visuell. Bei manchen Sportarten ist es eher offensichtlich. Ich nehme mal, also die meisten verstehen sofort, ja, ein Schütze braucht gute visuelle Fähigkeiten oder beim Golf, ne, ein sehr visueller Sport, also
gute visuelle Fähigkeiten haben. Auch sehr einleuchtend oft bei den Schiedsrichtern, weil die machen ja nicht selber aktiv so viel Sport, außer dass sie meistens halt eine gute Kondition benötigen. Es ist sehr visuell, sehr kognitiv, da die richtige Entscheidung zu treffen. Tatsache ist aber, dass jeder Sport bestimmte visuelle Fähigkeiten hat. Ich nenne mal ein paar, also kann ich einen Ball, wenn wir jetzt im Ballsport sind, kann ich einen Ball verfolgen. Und zwar einmal nur, wenn der Ball sich bewegt oder wenn ich mich auch gleichzeitig mitbewege oder wenn der aus dem Blickfeld kommt, kann ich antizipieren, wo kommt der, kommt es gleich wieder raus oder wenn ich einen Pass mache, vorher zu berechnen, wie weit oder wie weit der Pass sein muss, wie schnell ich laufen muss oder die berühmte Vororientierung im Fußball, Vororientierung, Schulterblick, all das sind Dinge, wo ich bestimmte visuelle Fähigkeiten zu brauche. Sei es einfach nur die Fähigkeit, mit den Augenmuskeln am Ort des Geschehens zu bleiben oder Distanz und Geschwindigkeit einzuschätzen, beim Fußballduell ein gutes Timing zu haben, beim Kopfballduell, Entschuldigung. Wie gesagt, Antizipationsverhalten und auch ein ganz großer Bereich, der wichtig ist, dass man eben aus jeder Situation, die ja immer wieder neu ist, egal wie viel Taktik ich gelernt habe, mich darauf einzustellen, dass die richtige Information aufzunehmen, eine möglichst gute und auch schnelle Entscheidung zu treffen und die dann auch konsequent durchzuziehen. Das ist eigentlich so der Hauptbereich, wo wir im Sports Vision Wert drauf legen. Das war jetzt Fußball, nehmen wir eine andere Sportart. Kampfsport, jede Art von Kampfsport, sei es Boxen, sei es Karate, Fechten etc., ist auch extrem visuell und ist deutlich schneller als jetzt im Fußball. Eishockey ist auch sehr schnell, aber hier ist die Distanz einfach zwischen den Gegnern sehr kurz. Insofern brauche ich auch hier nicht nur sowieso eine gute motorische Aktionszeit, sondern auch eine gute visuelle Reaktionszeit. Also nicht nur eine gute, sondern eine exzellente, eine, die auf einem ganz, ganz hohen Niveau ist. Zum Beispiel. Wenn ich jetzt in diesem Bereich trainieren möchte, was macht das Sinn? Also wie oft trainiere ich das am besten? Wie lange trainiere ich das? Gibt es da irgendwelche Parameter, wo du sagst, so sollte man das einsetzen? Es ist schon eine Sache, die sehr individuell ist. Also erstmal kommt ja jeder, den wir testen, mit einer gewissen Grundgeschichte. Der eine ist kurzsichtig, der andere ist weitsichtig, der eine hat vielleicht eine Hornhautverkrümmung, der eine trägt eine Brille, der nächste eine Kontaktlinse, der andere entscheidet sich gar nichts zu tragen. Also das ist schon mal das Erste. Wo stehen wir denn eigentlich rein von der optischen Versorgung her? Als nächstes gucken wir uns an, welche visuellen Fähigkeiten braucht der Sport, in dem der Spieler aktiv ist. Und manchmal muss man eben auch noch gucken, welche Position nimmt er ein. Also ein Torhüter hat natürlich andere Aufgaben als ein Mittelfeldspieler oder ein Stürmer. Oder, das Ganze kann man durchziehen durch alle Sportarten. Dann, wenn der mir dann sagt, so was weiß ich verliere jedes Kopfballduell, ich habe ein schlechtes Timing, auf der linken Seite sehe ich meine Mitspieler nicht, meine Freien, ich habe keinen guten Blick für freie Räume, dann gibt es halt die Diagnostik. Und aufgrund der Diagnostik können wir erkennen, in welchem Bereich die Defizite liegen und in welchem Bereich wir trainieren müssen. Und nach jeder Diagnostik finden wir immer im Grunde die Menschen in zwei Gruppen wieder. Entweder sind sie eigentlich visuell fit, das ist eigentlich alles auf einem ganz guten Niveau, dann geht es darum, durch entsprechendes Sports Vision Training alles schneller zu machen, belastbarer zu machen, noch eine schnellere Reaktion hervorzurufen etc. Und manchmal finden wir aber auch, dass jemand deutlich visuelle Einschränkungen hat, zum Beispiel im Stereo sehen, was die Basis ist für gute Distanz- und Geschwindigkeitseinschätzung. Und wenn er da rudimentär Probleme hat, dann setzen wir auch hier erstmal in einem Visualtraining an, also ein eher trockenes Training, das wir zu Hause machen, vielleicht am Computer mit kleinen Behelfstrainingsgeräten, aber jetzt nicht mit Geräten wie Fitlight oder Shutterbrillen oder Hand-Auge-Koordinationswänden, sondern wir gucken wirklich, dass wir mit klassischem Visualtraining die visuellen Fähigkeiten auf das Niveau zu bekommen. Das dauert natürlich dann in der Regel auch, allerdings auch individuell zu sehen, länger, um ihn erstmal auf das Niveau zu bekommen.
Und wir sagen immer so, also 6 Wochen Training, sagen wir mal vielleicht 10 Minuten täglich zu Hause, 10, 20 Minuten mit den Übungen, die sie bekommen, meistens 4 Übungen, dann ist man nach 6 Wochen eigentlich einigermaßen auf einem guten Stand, wenn nicht ganz große Themen drunter liegen, wie Schielen zum Beispiel oder dass man wirklich nur mit einem Auge unterwegs ist, aus welchem Grund auch immer. Wenn wir im Sportzwischentraining angelangt sind, wo es darum geht, höher, schneller, weiter, belastbarer, stressresistenter, noch bessere Entscheidungen in noch kürzerer Zeit zu fällen, dann lohnt es sich, es zu integrieren in das Athletiktraining oder ins Krafttraining. Auch das ist wiederum abhängig davon, welchen Sport ich habe. Die meisten haben bestimmt schon mal von der Borgschnur gehört. Es ist eine lange Schnur mit 3 Kugeln drauf. Das sieht immer so ein bisschen nach Katzenspielzeug aus. Ist aber eine fantastische und sehr wertvolle Übung. Die kann man ins Aufwärmtraining einfach einbauen. Das Ganze immer in Verbindung mit Balance. Also auch wenn ich Krafttraining mache, kann ich das Thema Balance mit einbringen und eine visuelle Aufgabe damit verknüpfen, sodass ich nicht wirklich viel Zeit verliere. Und da wir ja auch über visuell kognitives Training sprechen, mit anderen Worten Training am Gehirn, weiß man auch, dass man eine bestimmte Anzahl von Wiederholungen benötigt, damit sich vom Kurzzeitgedächtnis das in das Langzeitgedächtnis so abspeichern kann, dass es eben auch unter großem mentalem oder physischem Druck abzurufen ist. Und da redet man so von 20, 30 Wiederholungen. Muss nicht das Identische wiederholt werden, aber Ähnliches oder das Gleiche, aber auf andere Art und Weise. Da kann man so eine Vorstellung davon bekommen, wie lange ein Training dauert. Das Schöne am Sports Vision und am Visualtraining ist, es ist Training am Kopf in allererster Linie. Mit anderen Worten, was das Gehirn einmal gelernt hat und verankert hat, bleibt. Das mache ich auch nicht mehr kaputt. Das heißt, es ist nicht so, dass man das ewig und 3 Tage machen muss. Man macht das eine kurze, sagen wir, wie gesagt, das zum Beispiel 6 Wochen intensive Zeit und braucht dann eigentlich nur noch so kleine Dinge immer mal wieder ins Training einzubringen, um das auf dem hohen Niveau zu halten. Würdest du denn sagen, dass gerade im Leistungssport Visualtraining noch nicht die Wahrnehmung hat, die es bekommen müsste? Auf jeden Fall. Es gibt ja immer wieder ein paar Vorreiter, die Sports Vision machen. Als ich angefangen habe, war es tatsächlich so, dass die Sportler mich gebeten haben zu sagen, sagt das niemand, dass ich mit der Strobe oder also mit der Strobo-Brille trainiere oder dass ich Visualtraining mache, weil das ist mein Wettbewerbsvorteil. Weil es ist tatsächlich so, dass viele Fähigkeiten, teilweise sind sie uns angeboren, aber wir können sie auf ein Niveau trainieren, wo man ohne Training eben nicht hinkommt. Mit anderen Worten, derjenige, der trainiert, hat immer einen Vorteil gegenüber demjenigen, der nicht trainiert. Mittlerweile hat es sich aber rumgesprochen, sodass das kein Geheimnis mehr ist. Auch so einer, der relativ weit früh angefangen, so eine Form von Training zu machen, war Sami Khedira. In irgendeiner Reha-Phase hat er angefangen, mit der Brockschnur zu trainieren. Und davon sind dann auch Bilder veröffentlicht worden. Dann hat man gesagt, hey, was machst du denn da? Hand-Auge-Koordinationsgeräte wie das Fitlight oder Makoto oder andere technische Errungenschaften werden jetzt viel genutzt. Aber ganz ehrlich, also richtiges visuelles kognitives Training ist immer noch nicht in den Kinderschuhen, sondern in den Babyschuhen. Das ist noch lange nicht angekommen. Es gibt so Begrifflichkeiten wie Neuroathletik. Der hat sich etabliert mittlerweile im Sport. Es gibt, glaube ich, auch niemanden, der dem Neuroathletik noch nicht über den Weg gelaufen ist. Wir nennen es Sportzwischentraining. Die Idee ist gleich. Vielleicht etwas unterschiedliche Ausprägungen. Live-Kinetik hat es angefangen, also damit, oder sagen wir mal so, damit fing es an, dass es in der Bevölkerung, ob im Sport oder Hobbysport oder Kinder, Schule, Ältere, Seniorenheime, dass es da so seinen Stellenwert gefunden hat. Und klar, je weiter wir kommen, je mehr neurowissenschaftliche Erkenntnisse wir erzielen, desto diversifizierter sind wir auch alle. Unser Bereich ist wirklich vornehmlich visuell kognitiv. Im Neuroathletik kommt auch noch viel Körperlichkeit dazu. Ja, aber trotz allem immer noch in den Babyschuhen, nicht zuletzt, weil wir
Das war schon viel, viel mehr Wissen als vielleicht vor 10 oder 20 Jahren, aber immer noch nichts. Das ist immer noch sehr, sehr wenig, was wir wissen, und deswegen ist es auch so spannend. Definitiv. Jetzt gibt es ja immer mehr Bücher auf dem Markt. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, Material zu kaufen, teilweise auch erschwinglich zu kaufen. Und dementsprechend haben sich ja in den letzten, ich würde sagen, 2 Jahren immer mehr Trainer auf den Weg gemacht, zu sagen, naja, ich besorge mir jetzt mal ein paar Augenklappen, ich besorge mir mal irgendwelche Zusatzgeräte, die eben erschwinglich sind, und fange mal an, mit ein paar bunten Bällen so ein bisschen Training zu machen. Ohne jetzt eine Ausbildung genossen zu haben, ohne sich damit im tieferen Sinn, sage ich jetzt mal, beschäftigt zu haben. Ja. Findest du, dass das gut ist, oder sagst du, das kann auch eher schädlich sein? Grundsätzlich ist natürlich alles gut, wenn ich sage, ich mache mich auf den Weg und lese erstmal und gucke da rein, was ist das denn? Aber es ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, zu wissen, zu erkennen, zu erlernen, was da eigentlich passiert. Ich greife einfach mal das Thema Augenklappen auf. Kam durch Live-Kinetik, ist auch bestimmt wertvoll. Allerdings muss man wissen, was man tut. Wenn ich einfach nur eine Augenklappe aufsetze und trainiere eine halbe Stunde, hört sich das so an wie, ja, dann mache ich das eine Auge, was vielleicht ein bisschen langsamer ist oder müder oder nicht so aktiv, mache ich vielleicht fit. Das hört sich logisch an, birgt aber tatsächlich eine große Gefahr, weil wir haben ein dominantes Auge, ein Führungsauge und ein Begleitauge, also das nicht dominante Auge. Das Führungsauge, das sagt es ja schon, das führt. Und es sagt immer, wo es lang geht. Da ist der Ball, guckt das andere Auge hinterher. Da ist der Mensch, guckt das andere Auge hinterher. Das zusammen, das dominante und das Begleitauge zusammen, ergibt die Beidäugigkeit. Eine gute Beidäugigkeit ist enorm wichtig, damit wir gut Distanz und Geschwindigkeit einschätzen können. Viele, viele, viele Menschen, ob jung oder alt, ob Sportler oder Nicht-Sportler, haben keine gute Beidäugigkeit. Ja, also eine sogenannte labile Beidäugigkeit. Das in bestimmten Distanzen funktioniert es, in anderen nicht. Da, wo es gut funktioniert, dank unserer Zeit heute, in der Nähe, also irgendwo 80 Zentimeter, 1 Meter, das kriegen die meisten noch beidäugig gut hin. Aber sobald es weiterhin in der Ferne ist, das Objekt, das wir anschauen, und wenn es sich auch noch dynamisch bewegt, können wir gar nicht mehr einschätzen, weil wir dann unser beidäugiges Sehen verlieren. Mit anderen Worten, wir sind nur noch einäugig unterwegs. Das dominante Auge schaut noch und das Begleitauge eben mal ja oder mal nein, nicht stabil, unter Druck noch viel weniger. Und Druck kann natürlich mentaler Druck sein, physischer Druck, Krach etc. etc. So, zurück zum Anfang. Wenn ich jetzt Live-Kinetik-Training mache und habe keine Diagnostik gemacht und weiß eigentlich auch nicht viel über das visuelle System und setze demjenigen, der eh schon eine labile Beidäugigkeit hat, was ich nicht weiß, weil ich nicht getestet habe, eine Augenklappe auf das Begleitauge, dann kann das sein, dass ich ihm sein beidäugiges Sehen komplett zerschieße, weil es dann auch gar nicht mehr benutzt wird und nur noch das dominante Auge schaut. Ja, und es geht schon los, dass viele A nicht davon gehört haben, dass es überhaupt ein dominantes Auge gibt, die Testung manchmal auch nicht richtig gemacht wird. Und wie gesagt, wenn ich dann nicht weiß, warum das jemand eine labile Beidäugigkeit hat, dann habe ich echt möglicherweise ein Problem geschaffen, wo es nicht sein muss. Mhm. Und deswegen bin ich schon für Ausbildung, kann jede Form von Ausbildung sein, dass man einfach versteht, wie das visuelle System funktioniert, inklusive den ganzen kognitiven Aspekten, die wir durch die Neurowissenschaft, die sich ja immer weiterentwickelt, und auch populärwissenschaftlich verbreitet wird. Also die Informationen, die wir daraus ziehen, aufzuarbeiten, zu verstehen und in das Training einzubinden. Und jetzt das dominante Auge ist nur ein Thema. Es gibt so viele mehr. Und ein Grundproblem, was wir heute haben, ist die Naharbeit. Wir daddeln entweder am Handy rum oder gucken jetzt gerade in Corona-Zeit permanent in Zoom und sitzen noch mehr am PC. Wir schauen auch nicht mehr am Fernseher, der vielleicht 3 oder 4 Meter weiter weg ist, unsere Netflix-Serien, sondern mit dem Laptop auf den Knien. Die Naharbeit ist ein dramatischer Einschnitt in unser visuelles System, macht ganz viel kaputt. Und wenn ich dann einfach nur nach Buch gehe und nicht so wirklich verstehe, und es ist schwer zu verstehen, es ist hochkomplex,
Dann würde ich eher sagen, mach die Ausbildung und lies danach viel und dann haben wir viel davon. Und das Augenklappentraining, wie gesagt, war jetzt nur so ein Beispiel. Ja, ja. Also es ist ja grundsätzlich so, dass man aus meiner Sicht immer mit einer Ausbildung beginnen sollte. Ähnlich ist es im Berufsleben. Also ich lerne erstmal auch von Experten, weil was man dir auch überhaupt nicht absprechen kann, ist auch deine unheimliche Erfahrung in dem Bereich. Und auch Erfahrung macht unheimlich viel aus. Und ein Buch dient dann, dieses Wissen zu vertiefen, zu erweitern, vielleicht nochmal, um neue Aspekte oder neue Impulse zu setzen. Aber ersetzt ja nun auch keine Ausbildung. Das muss man ja auch so deutlich sagen. Ja. Jetzt gibt es ganz viele Menschen, die gucken sich so ein Training an, sehen das und sagen, das ist ja ganz lustig. So als Abwechslung mal zur Erholung oder eben auch so ein bisschen als Zirkusveranstaltung ist das ja ganz lustig. Trainingsaspekt sehe ich da jetzt nicht so richtig dahinter, aber ich finde es ganz cool, mal was anders zu machen. Was würdest du denn den Leuten begegnen, die so in die Sache reingehen? Also ich meine, spricht ja nichts dagegen, irgendein Training aufzupeppen durch irgendwas. Die Frage ist, was verspreche ich mir davon? Also wenn ich denke, ich mache mal ein bisschen Zirkus, wie du gerade so nett sagst, also ob das Jonglieren auf dem Petsyball ist oder keine Ahnung, irgendwas links, rechts, etc., etc. Das ist bestimmt auch wertvoll, ob das zielgerichtet ist, ob das das bringt, was ich jetzt wirklich als Trainer mit meinen Sportlern erreichen möchte, das, glaube ich, ist eher fraglich. Wenn ich viel weiß über visuell-kognitives Training, dann kann ich diese ganzen Zirkusgeschichten auch zielgerichtet einsetzen. Einfach nur so ist es nett, aber wird nicht zu dem Ziel führen, was ich eigentlich möchte. Also wenn ich jetzt sage einfach, ich möchte, dass jemand beidfüßig schießen lernt und wir machen zwischendurch einfach mal ein bisschen links und ein bisschen rechts, dann ist es besser als nichts, aber es wird nicht zum Ziel führen, dass jemand wirklich eine gute Beidfüßigkeit hat. Nur so als Beispiel. Das sind Elemente, das sagen ja auch viele Trainer, oh ja, wir machen ein bisschen Live-Kinetik und das macht Spaß und neue Gedanken und wir müssen auch dreimal um die Ecke denken lernen, ist gut, aber man muss es schon aufbauen. Und ich fällt mir jetzt so gerade ein, das Thema exekutive Funktionen, ne? Das ist ein Begriff aus der Neurowissenschaft, wo wir über das Training vom Arbeitsgedächtnis und der willentlichen Hemmung von Aktionen und kognitive Flexibilität ein Training aufbauen können, um wirklich von A nach B zu kommen. Mit anderen Worten, diese exekutiven Funktionen auf ein wirklich hohes Niveau zu heben. Exekutive Funktionen sind enorm wichtig im Alltag, sei es in der Schule oder eben im Hochleistungssport. Und gerade im Hochleistungssport weiß man auch, die besseren Spieler, die oben ankommen mit allem Talent und Wollen und Taktik und Kondition und Koordination, das sind diejenigen, die eben gute exekutive Funktionen haben. Und nur weil ich zwischendurch mal einen Ball anders prelle oder Dinge machen, die ich vielleicht am Computer machen kann, gibt ja genug Apps zum Thema kognitive Flexibilität. Das wird mich nicht weiterbringen. Es muss schon ein Plan dahinter stecken. Und der ist wiederum sehr, sehr individuell, je nachdem, wen ich da vor mir habe. Ja, das heißt, das wäre schon in die nächste Frage so ein bisschen rein. Es ist ja auch festzustellen, dass in den letzten Jahren fast eine Überflutung von Apps und Möglichkeiten zum Thema Kognition, Arbeitsgedächtnis, in der dementiellen Prävention, im Bereich Leistungsfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit auf dem Markt gespielt werden. Wie siehst du das mit den Apps? Also wie ist deine Meinung, deine Haltung zu den diversen Apps? Also ähnlich wie bei den Büchern, die haben ihren Stellenwert, ist alles gut, nur solo, alleingestellt, zu sagen, du bist jetzt ein guter Fußballer und du machst jetzt mal, ich nenne jetzt einfach mal Cognifit oder Neuronation, eine von diesen Apps, und erwarte dann, dass der nachher der Top-Spieler ist, der in der Bundesliga spielt. So einfach ist es nicht. Als Unterstützung ist das ganz gut. Es gibt auch gut gemachte Apps, die wirklich helfen, aber ein Parameter ist dabei, der mir immer fehlt, also unser Gehirn. Also wenn wir über Apps sprechen, die kognitive Fähigkeiten trainieren,
reden wir natürlich über die Arbeit am Gehirn. Und wenn wir Apps benutzen, dann machen wir das in der Regel im Sitzen und haben ein Device vor uns, das irgendwie zwischen 30 und 80 Zentimeter, vielleicht auch noch 2 Meter entfernt, wenn ich es mit einem großen Fernsehmonitor verbinde. Also so kann die Übung oder das Training ablaufen. In der Regel sitze ich. Maximal mache ich das Ganze noch im Stehen. Und das wette ich, dass 99% der Menschen das nicht machen. Und wenn wir über kognitives Training sprechen, darf ein Aspekt nicht fehlen. Und das ist der Bewegungsaspekt. Das Gehirn lernt, wenn wir uns bewegen. Wir haben ein Gehirn, damit wir uns, beziehungsweise wir bewegen uns daraufhin. Deswegen haben wir ein Gehirn. Und wenn wir das jetzt trennen voneinander und sagen, na gut, ich mache hier ein Gehirntraining, aber komplett in Nichtbewegung, dann kann das eigentlich nicht zusammenpassen. Wie gesagt, das ist wie, ich lese das Buch, damit ich weiß, warum, und ich kann tiefer graben in dem Wissensschatz, kann ich auch die Apps nutzen, um bestimmte Fähigkeiten zumindest mal auch so zu verstehen. Aber richtig, richtig passieren tut im Gehirn erst dann was, wenn ich das auch körperlich umsetze, also in Bewegung dabei bin. Ja, also ich sehe, ich bewege mich, ne, und wenn ich dann auch noch eine Aufgabe gestellt bekomme, die mein Gehirn erfordert, dann habe ich die Möglichkeit, dass sich auch etwas tut. Wir sagen auch immer, also einer unserer Leitsprüche ist eben sehen, denken, handeln. Ja, und das Handeln beinhaltet die Bewegung, das Denken ist dem Sehen nachgeschaltet und deswegen brauchen wir immer diese Dreiereinheit. Und ohne Bewegung passiert nicht viel. 100%. Und genau das ist ja auch der Ablauf, den du hast in den Wettspielen, in den Ballsportarten. Und dementsprechend musst du ja dann das Gesehene verarbeiten. Wie siehst du das denn dann mit den Trainingseinheiten auf dem Platz? Also jetzt sind wir in der Diagnostik gewesen, haben auch, ich sage mal, isoliert Visualtraining angeboten. Jetzt geht es ja auch, wie du sagst, auch Manfred Spitzer sagt das ja auch so schön, geht es ja auch darum, dann den ganzen Organismus zu connecten. Das heißt, nicht nur digital, sondern jetzt auch wirklich auf dem Platz oder auf dem jeweiligen Umfeld, Basketball in der Halle, Tennisspieler auf dem Tenniscourt oder im Fußball auf dem Fußballplatz. Gibt es da auch Möglichkeiten der Umsetzung von Visualtraining in Kombination mit Ball? Auf jeden Fall. Also das ist natürlich auch das Ziel, dass wir so schnell wie möglich so sportspezifisch, so sportnah wie möglich trainieren. Na, gerade das auch, was ich sage, visuell ist das eine, kognitiv das nächste, aber eigentlich die Bewegung. Und wenn wir das im Sport einsetzen wollen, dann müssen wir uns bewegen. Und dann macht es Sinn, die Bewegungsabläufe auch zu nutzen, die ich in meinem Sport ausübe. Ne? Also und auch da muss man sich halt jeden Sport gesondert anschauen. Ich mache jetzt mal so ein Beispiel von einem Training, das man in den Trainingsalltag durchaus integrieren kann, wenn man das FitLight nennt, oder man kann auch jedes andere Leuchtsystem wählen. Früher hat man es auch mit Leibchen hochhalten oder Schildchen hochhalten gemacht. Aber dass man auf einen Reiz möglichst schnell und richtig, ne, möglichst richtig und dann möglichst schnell reagiert. Man macht Fuß, also Leichtfüßigkeit kann man dadurch trainieren, durch die ganzen Übungen, die ich normalerweise sowieso mache. Aber wenn ich jetzt ein Lichtsystem habe und es kommt eine bestimmte Farbe, der ich vorher eine Aufgabe zugeordnet habe, zum Beispiel, wenn es rot ist, macht es mit dem rechten Fuß, wenn es blau leuchtet, mit dem linken Fuß. Ja? Dann ist es nicht nur rein reaktiv, oh, ein Stimulus, ich mache, sondern ich sehe etwas, ich nehme es wahr, ich muss es verarbeiten, ich muss mich erinnern, rot war rechts, blau ist links und dann muss diese Information in die Füße gehen und konsequent durchgeführt werden. Und das ist, also wenn wir im Bereich von 0,3, 0,4, 0,5 Sekunden sprechen, schon wirklich viel zu tun in der Zeit. Und Leichtfüßigkeit braucht der Kampfsportler. Also insofern haben wir hier eine Übung gewählt, die visuell kognitiv ist und gleichzeitig auch die Bewegung beinhaltet, die ich sowieso in meinem Sport benötige. Das Gleiche gilt beim Torschuss. Ja, also wenn ich in das Tor ein Licht mache, also es kann alle möglichen Dinge sein. Ich halte mich jetzt einfach mal nur an einem farblichen Licht wie das FitLight fest. Wenn der Torjäger, der Stürmer auf das Tor zuläuft und ganz kurz bevor der Abschuss erfolgt, ein Licht leuchtet und dieses Licht, diesem Licht der Farbe ist eine bestimmte
Aufgabe zugeordnet, wie links unten, rechts oben oder doch eine Flanke woanders hin, dann kann ich, also muss ich halt das, was immer ich mir vorher ausgedacht habe, abstimmen und durchziehen. Und das ist eine Form von Training, die wir auf dem Platz empfehlen. Jetzt sitzt du ja quasi mit deinem McEye so an dem Hotspot des Sports in Köln direkt. Arbeitest du denn aktuell oder auch in den letzten Jahren häufiger mit Leistungssportlern, mit Profifußballern, Nachwuchsfußballern, mit Athleten, mit Kampfsportlern? Wir haben durchgängig fast alle Sportarten im Training und auf vielen Niveaus, aber viele tatsächlich auch auf Hochleistungsniveau. Wir sitzen hier am Olympiastützpunkt von Olympiastützpunkt Rheinland, sind Kooperationspartner und bekommen natürlich die Kaderathleten, sei es jetzt Judo oder Boxen oder Hockey, also was hier Stützpunkt, also die Sportarten, die hier am Stützpunkt trainiert werden. Wir sind mit dem Erstligisten, mit dem 1. FC Köln im Nachwuchsleistungszentrum aktiv und eben auch noch mit vielen anderen Sportlern bundesweit. Aber hier an unserem VisoLab am Olympiastützpunkt haben wir schon, ich würde mal sagen, 60% Hochleistungssportler und der Rest ist Hobbysportler, Schulkinder, wie gesagt, Schlaganfall. Und auch noch ein ganz wichtiger Bereich, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, also die Zeit nach einer Gehirnerschütterung dabei zu helfen, dass man schneller wieder auf die Beine kommt, beziehungsweise zurück in den Sport, zurück in die Arbeit, zurück in die Schule, zurück zur normalen Leistung, zurück ins Leben. Ja. Steffi, noch eine Frage eben zum Leistungssport. Würdest du sagen, dass es für den Leistungssport inzwischen auch elementar ist, zu sagen, wir arbeiten in diesem visuellen Bereich? Oder ist das nur nice to have by them? Also es gibt einen ganz tollen Beitrag der lief mal bei Arte, der hieß Höher, schneller, weiter, gewonnen wird im Kopf. Und die dröseln das ganz nett auf, indem sie sagen, also wir hatten 1970 eine Weltmeisterschaft und dort wurde ein Weltrekord aufgestellt. 1970 oder 1980, egal in welchem Sport. Und heute sind wir 50 Jahre weiter und diese Weltrekorde sind entweder noch nicht geknackt oder halt nur super, super, super marginal. Mit anderen Worten, obwohl wir 50 Jahre weiter sind und auch mit Sicherheit viel toller trainieren können, technisch, taktisch, mit mehr Wissen über den Körper und der Leistungsfähigkeit, kommt trotzdem kein besseres Ergebnis raus, also kein gravierend besseres Ergebnis raus. Mit anderen Worten, wenn einer heute gewinnen will, ne, weil viele eben auch auf dem gleichen körperlich-taktischen, konditionellen und koordinativen Niveau sind, dann kann der Unterschied nur im Gehirn passieren. Und das ist echt ein schöner Beitrag. Ich kann dir auch gerne nochmal einen Link dazu schicken, wenn du den mal online setzen möchtest. Und mit anderen Worten, wenn man gewinnen will und davon ausgeht, dass die meisten auf einem ähnlichen Niveau trainieren können, also wir reden jetzt wirklich in der Spitze des Hochleistungssportes, dann kann es nur der Körper, das Gehirn sein, das den Unterschied macht, weil wir ja auch zum Beispiel fast in jedem Sport auf hohem Niveau gibt es Mentaltraining, sportpsychologische Unterstützung, auch massiv wichtig. Und ne, also alle werden ungefähr gleich trainiert, wie gesagt, in der Spitze. Ja. Und um dann den Unterschied zu machen, ist das Gehirn einfach gefragt. Und deswegen ist visuell kognitives Training oder nennen es Neuroathletiktraining, welche Form auch immer, das Training, was den Unterschied machen wird in Zukunft. Super Aussage, top. Also, Steffi, ich muss mich bedanken, es ist wirklich top gewesen mit dir. Ich glaube, wir haben total viel mitgenommen auf jeden Fall, weil das ist auch immer, es gibt so viele Fragen und da könnte man noch zig weitere Fragen stellen, weil es einfach ein Riesengebiet ist und es ist für mich auch deutlich geworden, ich habe ja auch sehr lange in den Nachwuchsleistungszentren gearbeitet, in diversen, und für mich ist deutlich geworden, seit ich mich mit dieser Schiene eben beschäftige, dass es wirklich ein Gamechanger sein kann. Wenn man das richtig einsetzt, ist es etwas, was einen Sportler auf neue Höhen, auf ein neues Level bringen kann. Dazu muss man, das haben wir jetzt so ein bisschen rausgehört,
auch deiner Meinung nach erstmal auch ausgebildet sein als Trainer. Natürlich ist die Weiterbildung, du bist jetzt auch schon sehr lange dabei, die Erfahrung sehr wichtig, also diese Themen sind extrem wichtig, aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Jetzt hast du die Möglichkeit, du bietest ja auch Ausbildungen an. Da gab es immer wieder Fragen, auch in meinem Umkreis, in meinem Umfeld. Einer meiner Trainer ist ja auch bei dir gerade in der Ausbildung. Wo kann ich mich da anmelden? Wie komme ich da drauf? Wo finde ich das? Vielleicht können wir da A, einen Link einblenden. B, kannst du vielleicht kurz was dazu sagen, wie so eine Ausbildung aussieht, wie das funktioniert, wie viel Zeit ich mitbringen muss? Ja. Okay, also wir haben natürlich eine Website, www.dynamic-i.de. Da gibt es alle Termine und Informationen rund um die Ausbildung und um Fortbildung. Wir machen nach der Ausbildung natürlich noch viele Fortbildungsangebote, um die verschiedensten Bereiche auch abzudecken. Also nicht jeder Athletiktrainer interessiert sich brennend für lerntherapeutische Maßnahmen im Bereich des Visualtrainings. Wie kann man sich das vorstellen? Es sind beim Visual- und Kognitionstrainer-Ausbildung drei Blöcke à vier Tage, die ein guter Mix sind zwischen Theorie und Praxis. Und dann gibt es eben die einzelnen Fortbildungen, je nachdem, wo ich hin will. Ob ich jetzt eher im Bereich betrieblichen Gesundheitsmanagement arbeiten möchte, ob ich eher im Ballsport, im Golf, im Rückschlagsportarten oder nach Gehirnerschütterung, was auch immer. Also es gibt, wir haben ein vielfältiges Angebot und das findet man auf unserer Website. Aktuell sind noch die Termine drin, die wir geplant haben vor Corona. Das wird jetzt aktualisiert in den nächsten Tagen. Und was die Finanzierung angeht, wir akzeptieren auch einen Bildungscheck. Also wer da sich ein bisschen fördern lassen möchte von der IHK, also vom Staat, dann geben wir auch da gerne weitere Informationen zu. Super. Steffi, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, dass du Gast warst. Danke dir. Ich denke, wir haben einige Fragen beantwortet und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Ich war ja auch schon bei dir, durfte bei dir schon zu Gast sein. Da freue ich mich natürlich, wenn ich wieder in Köln bin. Ich freue mich auf dich und danke dir für die Möglichkeit hier. Sehr schön. Mach's gut. Ciao, ciao. Mach's gut. Tschüss.